Am Plärrer startete gestern ein Teil der Gegendemo. Hier marschierten einige hundert Leute, die lautstark gegen die AfD und ihre Impfgegnerkundgebung am Willy-Brandt-Platz protestierten. Am Kornmarkt wurde zusammen mit Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König eine Menschenkette gebildet. Zudem protestierten zur Gegendemo mehrere hundert Teilnehmer an der Marienstraße gegenüber des Willy-Brandt-Platzes. Darunter das Bündnis Nazi-Stopp, aber auch Vertreter von SPD und Grünen. Es ist sehr wichtig, hier zu demonstrieren. Deswegen haben wir auch dazu aufgerufen, zu der Demo heute, weil die AfD heute in Nürnberg einen Schulterschluss suchen will mit ImpfgegnerInnen, mit Corona-LeugnerInnen und da eine rechte Massenbewegung eigentlich auf die Straße stellen will. Sie wollen da zusammengehen und gemeinsame Sache machen und dagegen gehen wir heute auf die Straße. Wir müssen gegen die AfD auf der Straße heute und natürlich auch gegen die rechten Teile der Querdenkenbewegung, die von der ja immer in letzter Zeit ja auch die Gewalt ausgegangen ist, die mit Fackeln vor Häusern von Politikern stand, die JournalistInnen angegriffen haben. Genau. Bei der AfD-Demo waren ca. 2500 Menschen, meist ohne Mindestabstand und Maske. Mit dabei waren auch die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla, die in ihren Reden die Corona-Politik der Bundesregierung attackierten. Versagen der Politik, die in den Lockdown geschickt werden. Auch am Volksfestplatz wurde gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Hier waren ca. 12.000 Leute, darunter Querdenker, Hooligans und Rechtsextreme. Es gab lediglich ein paar Scharmützel mit Vertretern beider Lager, ein Großaufgebot von ca. 900 Polizisten, auf denen gleich 5 Veranstaltungen war im Nürnberger Stadtgebiet bis in die Nacht beschäftigt. Der Zug hierher vom Plärrer zur Gleisbühlstraße gestaltete sich weitgehend friedlich. Mittlerweile ist es so, dass Teilnehmer dieser Gegendemonstrationen versucht haben, auf das Gelände hier der Versammlung der AfD zu gelangen, was wir aber unterbunden haben. Oberstes Ziel des Polizeipräsidiums Mittelfranken war und ist es, hier einen friedlichen und vor allem gewaltfreien Versammlungstag abhalten zu können. Bislang können wir sagen, dass das weitestgehend der Fall war. Einzelne Störungen lassen sich nie ausschließen, aber solange hier keine Menschen verletzt werden, sind wir zufrieden. Im Vergleich zu anderen deutschen Städten blieb es in Nürnberg eher ruhig. Lediglich eine Demonstration war an diesem Tag noch größer als die schon vorhandenen. Circa 1 Million Menschen lassen sich täglich impfen. Diese Menschen sind zwar nicht auf der Straße, aber das ist auch ein deutliches Zeichen. Um Zahlen geht es hier doch gar nicht.